DMLS ist ein pulverbasiertes 3D-Druckverfahren für funktionale Prototypen und Serienbauteile. Ausgangswerkstoff können verschiedene Metalle sein, von Aluminium bis hin zu Superlegierungen wie Titan 6-4. DMLS ist ein schichtbauendes Fertigungsverfahren, in welchem ein Laserstrahl selektiv Metallpulver aufschmilzt. Im ersten Schritt wird eine dünne Schicht Metallpulver auf eine Trägerplattform aufgetragen. Danach wird mit Hilfe eines Laserstrahls das Pulver aufgeschmolzen. Anschließend wird die Bauplattform um die Schichtstärke gesenkt und der Prozess startet von vorne. Schicht für Schicht entsteht nun das fertige Bauteil. Abschließend wird das nicht aufgeschmolzene Pulver entfernt und die Bauplattform samt Bauteilen und Stützstrukturen entnommen. Nach dem Fertigungsprozess werden im ersten Schritt die Supports entfernt und verschliffen, gefolgt von einem Strahlprozess. Dies beschreibt unser Standardfinish. Das ist auch die Basis für weitere Folgeprozesse, wie manuelles Polieren, Gewindeschneiden bis hin zur 5-Achsen-CNC-Bearbeitung. DMLS kann genutzt werden, um Metallbauteile mit einer minimalen Funktionsgröße von 0,5 mm zu fertigen. Die Schichtstärke variiert zwischen 20 und 60 μ, bei einem maximalen Bauraum von 250 x 250 x 300 mm. Ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Ideen rund um das Thema 3D-Druckmetall.